Hallo, hier ist mal wieder euer Blue Eyes Slayer Dragon. Und ja, vom 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und hier könnt ihr ja schon erkennen, auf der linken Seite sind die Städtenergebnisse von KEF 28-29 und auf der rechten Seite meine eigenen Ergebnisse. Und ja. Ich vergleiche mal erstmal ganz kurz die Ergebnisse. Also beim ersten Spiel, das wir von Kiew, hat er Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin mit 2:1 getippt. Und ich muss mal ganz kurz gucken, wo ist mein Tipp. Ah, ich habe ihn gefunden. Da habe ich getippt. 1:0 für Eintracht Frankfurt. Und wir switchen mal ganz kurz und dann kann ich euch das wahre Ergebnis erstmal zeigen. So, das wahre Ergebnis hier zu sehen. Und ja, Eintracht Frankfurt und Berlin trennen sich 0:0. Was meiner Meinung nach ein faires Ergebnis ist. Beide Mannschaften, ja, haben stark gespielt und eine Punkteteilung ist meiner Meinung nach gut, aber für beide Mannschaften hätte ein Sieg doch besser sein können. So, dann schauen wir uns das zweite Spiel an. Borussia Mönchengladbach gegen gegen Freiburg. Verzeihung, dass ich ganz kurz Braunschweig gesagt habe. Ja, das Ergebnis von KIF 2829 ist 2:1. Mein Ergebnis war 1:1. Wir switchen mal wieder. Und Endergebnis, ja, war 3:0. Gewinnt Sportclub Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, Freiburg hat sich dieses Ergebnis sehr hart erkämpft und ich bin zufrieden, dass Freiburg Borussia Mönchengladbach gezeigt hat, wo wirklich der Hammer hängt. Ja, leider sind unsere beiden Tipps nicht so ausgegangen. Aber das eine Tor für Freiburg, da waren wir wirklich nah dran. So, zweites Spiel. Da sehe ich Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg. So, er tippt 2:1. Ich tippe 1:0. Wir switchen. Ja, und leider ist das Ergebnis so ausgefallen. Werder Bremen verliert heim gegen VfL Wolfsburg 2:0. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Trainer Niko Kovac noch da ist, aber dass er nicht mehr da ist und ein anderer Trainer jetzt Wolfsburg trainiert. Ja, also da habe ich mir es ein bisschen anders vorgestellt, als es geplant war. So, das nächste Spiel war RB Leipzig gegen Mainz 05. Sein Ergebnis war 2:1. Mainz war 2:0. Ja, wir switchen mal wieder zurück. Ja, Endergebnis 0:0. Wir haben beide leider hier mit dem Ergebnis leider nicht gerechnet, dass RB Leipzig eigentlich eine sehr starke Mannschaft ist und Mainz eigentlich hätten die theoretisch ein Tor machen können, aber RB Leipzig ist eigentlich eine sehr klasse Mannschaft mit ordentlichen guten Stürmern, Mittelfeldspieler und so weiter und so weiter, aber dass sie ein 0:0 machen, das war nicht so auf dem Schein. So, dann das Spiel Leverkusen gegen
TSG Hoffenheim, mein Tipp war 2 zu 1. Sein Tipp war 3 zu 1. Ja, wir switchen mal wieder. Und wir sehen, 2 zu 1 ist das Endergebnis für Bayer Leverkusen gewesen. Und ja, wer hat genau richtig gelegen? Meine Wenigkeit lag genau richtig mit dem Ergebnis. Ja, hier Kiew 2829, wenn du das siehst, du lagst ein bisschen darüber, aber ich habe korrekt gehabt, aber du mit einem Tor drüber, aber egal. Du lagst ein bisschen drüber, aber ich habe korrektes Ergebnis gehabt. Dass ich genau auf 2 zu 1 gekommen ist und dass es 2 zu 1 ausgegangen ist, das konnte ich aber nicht wirklich vorher sehen. So, dann sehen wir Augsburg gegen 1. FC Köln. Sein Tipp 2 zu 1. Und mein Tipp war 1 zu 1. Wir zwischen. Und Endergebnis steht hier 1 zu 1 trennen sich Augsburg und 1. FC Köln. Ein Unentschieden, Punkteteilung beider Mannschaften. Also Augsburg würde ich sagen, ja, Punkt ist sicher, aber für Köln, ja, ist so ein Punkt nur eine magerische oder magere Ausbeutung. So, und wer lag mit dem Tipp richtig? Ich natürlich. Er hat um ein Tor nur zu hoch getippt. Aber ja, ich lag wieder richtig. Ich habe zwei richtige jetzt. Und wir schauen uns das nächste Spiel an. Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim. Sein Ergebnis 1 zu 1, mein Ergebnis 2 zu 0. Also von unseren Tipps. Wir switchen. Ja. Endergebnis sehe ich ein fettes 3 zu 3. Ein Unentschieden, auch wieder eine Punkteteilung, aber dass insgesamt 6 Tore gefallen sind. Oha, 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 kann man sagen. Beide Mannschaften haben wahrscheinlich richtig den Turbo eingeschaltet und ja, ich glaube auch, dass beide Mannschaften irgendwie in der Verteidigung ein bisschen, ja, so löchrig gewesen sind oder ein bisschen unkonzentriert, aber eine Punkteteilung ist wesentlich gut. Ja, also mit einem Unentschieden lag er richtig, dass ich mit dem Sieg getippt habe, mit dem 2 zu 0. Kann man sagen, dass ich mit einer höheren Torzahl ein bisschen drüber lag, aber eher mit einem Unentschieden, mit einem 1 zu 1, schon genau, also sagen wir mal, korrekt gehandelt hatte und 3 zu 3 es ausgegangen ist, aber er genau auf Unentschieden getippt hat, da ziehe ich den Hut vor ihm. So, dann das nächste Spiel, VfL Bochum gegen SV Darmstadt 98. Sein Tipp 2 zu 1, mein Tipp war ein Unentschieden 1 zu 1 und wir switchen. Ja, Endergebnis 0 zu 0, Punkteteilung. Ja, bei den Mannschaften, ich glaube, ausgeglichen gewesen, hatten auch gute Chancen und auch, ich tippe mal, dass sie in gewissen Ballsituationen auch sich gut angestrengt haben, aber mit einem Unentschieden 0 zu 0 ohne Tore, aber viele Chancen, ja, kann man als gutes Spiel betiteln. Ja, also mit einem Unentschieden lag ich schon näher dran, also mit den Toren zwar nicht, aber Unentschieden, ja, da lag ich schon genau richtig dran. Er hat nur um ein Tor zu hoch getippt.
So, dann das Topspiel war ja Bayern München gegen Borussia Dortmund. Er tippte ein 4 zu 2 und mein Tipp war ein 3 zu 2, ein bisschen weiter runter, wo ich zuerst gedacht habe, und das habe ich ja auch im Tippvideo auch gesagt, dass Harry Kane verletzt ist oder ausfällt. Aber als er mir geschrieben hatte, hat er auch gesagt, Harry Kane ist wieder am Start. Aber wir beide, und das ist jetzt ohne Scherz, haben mit den Tipps, also mit den 4-2 und 3-2, na, für Bayern zwar nicht korrekt, also korrekt gehabt, weil das Gefühl, na, wie soll ich sagen, nicht so ausgefallen ist, aber trotzdem ist das Endergebnis für Dortmund ja ausgegangen, und zwar 2 zu 0. Und das heißt, die Tore fielen für Borussia Dortmund. Und ja, Dortmund hat ja gewonnen. Aber es lag nicht am Bayern selbst, sondern dass irgendwie wieder der Schwung von Bayern nicht so korrekt oder die Harmonie wieder ein bisschen auf einer Waage war, hoch, runter so gegangen ist. Und da habe ich wirklich das Gefühl, ob es irgendwie doch an den Spielern liegt, als an den Trainer oder die Spieler in den Spiel davor, wo Bayern gewonnen hat, irgendwie wieder, wie soll ich sagen, das Hirn ausgeschaltet haben und wieder mit leeren Gedanken, ohne auf irgendwas fokussiert, keine Tore gemacht haben. Und ja, schade, dass es nicht so ausgegangen ist. Ja, und ich hoffe, KF 2829, wenn du das Video siehst, ich lag also mit zwei Ergebnisse richtig. Du mit gewissen Unterschieds lagst du schon richtig gut dran. Und ja, dass unsere Tipps, man könnte sagen, bei gewissen Spielen na, identisch sind. Aber, ja, wie soll ich sagen, zu, sagen wir mal, ich kann es gerade nicht so einschätzen, zu wie viel Prozent ich da richtig gelegen habe. Aber ich glaube, dass du aus deiner Sicht, wenn ich es jetzt sage, ein bisschen die Tipps ruhiger angehst und dadurch mehr auf die Spiele fokussierst, als ich es selbst durch meine Tippserklärung tippen tue. Und deshalb finde ich, dass wir immer gegenseitig die Tipps so aktualisieren. Vielleicht kannst du auch mal sowas machen und meine Ergebnisse in so ein Video mit reinfügen oder die Tipps so mit reinfügen, dass du meine Tipps in dein Video mit reinbaust. Und ja, das wäre mal auch so ein cooles Video, wo du meine Tipps so mit reinbaust und deine Tipps so und dann so vergleichst, ob ich richtig gelegen habe oder du richtig gelegen hast. Das wäre auch mal cool. Nur wenn du Lust hast. Wenn nicht, ist es auch egal. So, und wie immer geht das Herz an dich raus. Kuss, Kuss. Und ja, 28. Spieltag in nächsten der Woche am Wochenende. Mal sehen, wie deine Tipps wieder ausfallen, wie meine Tipps ausfallen und das Endergebnis denn. Und dann mal sehen, wer hat wieder recht und wer liegt komplett daneben. Also damit meine ich nicht böse, sondern nur, wer hat knapp daneben gelegen. So, und wie immer steht seine Videobeschreibung auch in der Videobeschreibung bei mir verlinkt. Da könnt ihr bei ihm vorbeischauen und selber Kommentare und mal einen Daumen da lassen. Auch mal ein Abo und seine
Glocke da aktivieren, das verpasst ihr auf seinem Kanal auch nicht, die neuesten Videos und Tipps, Ergebnisse, die er Tim tut. Und ja, wir unterstützen uns gegenseitig und jetzt sage ich euch Wiederschauen und reingehauen zum nächsten Analyse-Video oder Tipp-Prognose von uns beiden. Sehen wir auf beiden Kanälen dann wieder. Und jetzt bin ich erstmal raus und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Kuss, Kuss nochmal an jeden Supporter geht's raus.